Hallo, ich bin Martin, dein Supply Chain Coach. Schön, dass du beim Supply Chain College vorbeischaust. Heute habe ich mal wieder einen interessanten Interviewpartner, und zwar Thorsten Heilig. Thorsten ist CEO von Paretos, einer Firma in Heidelberg, die sich mit Decision Intelligence beschäftigt, künstliche Intelligenz, sehr nah auch im Supply Chain Umfeld unterwegs ist. Und Thorsten und ich sprechen über eine Stunde lang über, was ist überhaupt KI, was für einen Impact hat es auf die Supply Chains von heute oder auch von morgen, was für einen Impact hat das auf Führung? Wie können Führungskräfte ihre Mitarbeiterorganisationen entsprechend vorbereiten für diesen Wandel? Wir sprechen darüber, wie sich die Supply Chain von morgen vielleicht verändert im Vergleich zu heute, zentrale versus dezentrale Entscheidungen und vieles mehr. Hallo Thorsten, willkommen beim Supply Chain College. Hey, ich grüße dich. Ich habe auf deinem LinkedIn-Profil ja einige interessante Stationen gelesen über dich, so vom systemischen Coaching, verschiedene Führungsfunktionen und jetzt eben auch eine Firmengründung oder Co-Founder von Paretos. Aber erklär doch mal am besten selbst, was macht dich so aus, was sollten die Zuhörer, Zuschauer über dich wissen und was treibt dich so an? Ja, schöne Frage erstmal. Das interessiert mich auch immer. Was treibt dich an? Ich würde sagen, ja, du hast gesagt, ich habe viele verschiedene Stationen schon gemacht in meinem beruflichen Leben. Und was so ein bisschen die Schnittmenge ist, glaube ich, ist die, so dass, wie bringen wir neue Technologien in breitere Anwendung? Das fasziniert mich. Also nicht die Erfindung, die Invention direkt, sondern wirklich so, es gibt irgendwie immer wieder bahnbrechende Technologien. Und da ist so ein bisschen die Frage, wie macht man das eigentlich anwendbar? Also das hat mich von Anfang an fasziniert. Ja, ich habe auch vom Studium her gar nicht technisch, ich habe sehr klassisch studiert irgendwie, ja, auch an sehr klassischen Uni und also Wirtschaft und Sozialwissenschaft. Und wie du sagst, habe mich auch viel mit ja, der Komplexität auch theoretisch beschäftigt oder mit psychologischen Modellen dahinter, wie tickt eine Organisation, wie funktioniert Innovation, wie funktionieren Teams, Kommunikation. Und auf der anderen Seite aber eben von Anfang an quasi mit meiner ersten Firmengründung noch aus dem Studium raus mit Software und mit Digitalisierung eben als erstmal als Buzzword-Trend so, ja, als erstes. Und ich meine, klar, jetzt fast forward, das treibt mich immer noch an, zwischendrin dasselbe mit verschiedenen Arten von Digitalisierung gehabt, dann Mobilität, auch digitale Mobilität für die großen Autobauer, natürlich auch super spannendes, disruptives Thema, und dann eben letztendlich KI für Entscheidungsfindungen in Unternehmen zu nutzen oder KI eben als sinnvoll nutzen zu können, auch mit einem klaren Outcome, ist eigentlich wieder genau dasselbe Muster. Ja. Und das treibt mich auf jeden Fall täglich sozusagen an, ja, und hat mich auch angetrieben, nochmal zu gründen. Ja, sehr gut. Und wenn ich es richtig gelesen habe, aber korrigiere mich, wenn ich es falsch sage, 2020 hast du mit Fabian Rang zusammen Paretos gegründet oder mitbegründet oder gegründet. Mhm. Und was mir so auffällt, so ein bisschen, also Paretos ist ja aus meiner Sicht, und korrigiere mich gerne, im Supply Chain Umfeld zu Hause, aber vorher in deinem Lebenslauf hat man eigentlich Supply Chain gar nicht eigentlich gefunden, wenn ich so nachgelesen habe. Und wie kamst du denn auf dieses Supply Chain Thema oder sehe ich das eben komplett falsch? Das natürlich sind Anwendungsbereiche in der Supply Chain, aber das war gar nicht der Ursprung von der Idee. Kannst du da was zu sagen? Mhm. Ja, ganz spannend. Also klar, ich habe jetzt nicht per se in der Supply Chain gearbeitet, aber natürlich immer wieder Kontakt gehabt. So sei es eben, ich war COO, das ist alles, was Operations ist, natürlich spielt das natürlich auch eine Rolle, wobei wir da wir eine digitale Plattform waren, ist es natürlich auch nochmal, sagen wir mal, nicht so mit so großen Supply Chain Themen verbunden, wie es vielleicht in anderen Operations Bereichen ist. Ich habe zwischendurch immer mal wieder Transformationsberatung gemacht. Ich bin immer wieder mit dem Thema sozusagen in Berührung gekommen. Und zu deiner Frage hin, ich würde sagen, jein. Also Paretos ist erstmal eine Plattform und mal ganz ja, grundlegend ist unsere Technologie agnostisch. Das heißt, die Idee ist, komplexen und dynamischen Daten quasi oder Daten mit viel Schwankung in Umwelten, die sehr viel in Bewegung sind, wo eine hohe Komplexität herrscht, da eben gute Forecasts, gute Optimierung, gute Szenarien rauszubauen anhand von verschiedenen KI-Modellen. Kann man ja später noch ein bisschen drauf eingehen, aber so mal ganz grob. Das ist per se erstmal agnostisch und in der Gründung war uns klar, also die ersten Anwendungsfälle, die wir hatten, wir haben viele verschiedene Dinge einfach auch ausprobiert. Wir haben gesagt, okay, guck mal, das kann man gebrauchen in Produktionsplanung, ja, das kann man gebrauchen im Marketing-Spans, haben wir auch viel gemacht zum Beispiel. Das kann man gebrauchen in eben, und
Deswegen sind wir verstärkt auch in dieses Thema gegangen, in Supply Chain, Logistik, Warehouses, weil du da natürlich so entlang der Value Chain, sage ich immer, kann man das schon sehr aufziehen, ja. Und auch Demand Forecast ist ja erstmal kein Supply Chain Thema, aber dann wieder ein ganz großes Supply Chain Thema, ja. Richtig. Weil, also das heißt, an dieser ganzen Kette gibt es verschiedene Punkte, wo die Technologie einen großen Unterschied machen kann. Und das macht aber total Sinn, wenn man jetzt auf die letzten, ja, 3, 4 Jahre guckt, dass halt gerade in der Supply Chain sehr große Schwankungen und eben sehr große Veränderungen gibt und große Herausforderungen auch für die Unternehmen. Und ich glaube, da kam das so ein bisschen zusammen, ja. Deswegen das eine der großen Schwerpunkte. Also wir haben auch Produktionsplanung zum Beispiel, wir haben auch andere Use Cases, also Kunden, die andere Use Cases mit unserer Plattform beantworten. Aber dadurch kam dann dieser, wie du richtig gesehen hast und wie man ja auch anhand der Kunden und Beispiele sieht, einer der größten Bereiche, in dem Paritus angewandt wird. Ja, spannend. Und ihr schreibt euch ja auch das Thema KI, künstliche Intelligenz, auf die Fahne. Kannst du mal einfach wirklich jetzt sehr einfach aus deiner Sicht KI definieren? Und was bedeutet das eigentlich so ein bisschen, weil für die Kunden, ne, muss man schon was mitbringen, KI-ready, sage ich jetzt mal auf so Neudeutsch, sein. Und wie siehst du das? Oder ist es einfach mehr so ein Marketing-Thema und im Endeffekt sind es ganz normale Machine Learning-Themen, ne, die ihr habt? Aber kannst du da mal das ein bisschen einordnen, vom Hype-Wort zu was wirklich relevant ist dann am Endeffekt in der realen Welt? Ja, schöne Frage, ja. Hast du schön geframed. So, eigentlich sitzen wir jeden Abend da und schreiben die Empfehlungen für die Kunden. Nein. Nee, also wir waren schon KI, bevor es jetzt so gehypt war. Das ist natürlich, ist schon wichtig. Ich bin aber bei dir. Gerade im letzten Jahr ist es ein extremes Buzzword geworden. Spätestens, ja, wenn nicht schon davor. Ich glaube, was für uns wichtig ist, lass mal kurz ausholen. Ja, wir haben ja ein bisschen Zeit. Das ist ja das Schöne an dem Format. Was ist denn die Herausforderung? Ja, die Herausforderung ist ja, wie können wir Muster erkennen, aus irgendwelchen Daten, die vorhanden sind. Ja, zum Beispiel nehmen wir mal einfach jetzt, weil das kann man sich immer schön vorstellen, so Sales-Prognosen oder Demand-Prognosen, also Vorhersagen, wenn man weiß, okay, was wollen denn unsere Kunden eigentlich? Wird immer sehr einfach an Kleidungsstücken zum Beispiel, kann man sich vorstellen, ja, wenn ich jetzt hier schwarzer Pulli, Größe M, wenn ich den jetzt irgendwie, wie viel verkaufe ich den denn eigentlich in den nächsten 20 Wochen oder so, ja, weil ich weiß halt, so lange brauche ich für irgendeinen Reorder-Prozess oder wie auch immer. Und umso besser ich das weiß, ne, also dieses Planung, ja, das ist ja irgendwie ein ganz integraler Bestandteil natürlich von fast jedem Geschäftsmodell. Und ich glaube, wenn man über KI nachdenkt, ist ja immer spannend, was ist denn Künstler? Also ich finde ganz schön, Decision Intelligence ist ein schöner Begriff. Ja, so nennen wir uns, oder nennt sich ja unsere Kategorie auch weltweit. Weil ich glaube, es ist eine Verbindung. So, was ist denn künstliche Intelligenz und was ist menschlich? Ja, also wenn wir über künstlich sprechen, dann ist ja auch die Frage, was ist denn dann quasi sozusagen der Mensch? Oder wie wir sagen, KKI, also die künstliche Intelligenz, ja, was ist sozusagen der Mensch? Und was der Mensch extrem gut kann, ist Kontext setzen, also zwar die Fragen zu stellen, sage ich mal, ja, also wirklich zu sagen, okay, ich will wissen, wie viele Pullis in den nächsten 20 Wochen zum Beispiel, also dieses eher so kontextbezogene und so das Strategische. Also ja, natürlich kann ich mir auch so eine Über-KI vorstellen, ja, die mir alle Fragen zu meinem Unternehmen beantwortet, wie ich mein Unternehmen baue, und ich muss gar nichts mehr machen, aber das ist im Moment noch Science Fiction und wird es auch noch lange bleiben. Das heißt also, diese wirklich langfristige strategische Brille, dieses anhand von verschiedenen Szenarien auch große Entscheidungen zu treffen, so, da kann KI helfen, kommen wir gleich dazu, aber das im Gesamten, das ist auch was zutiefst Menschliches in dieser Komplexität, dann eben diese Durchsicht zu haben. So, und jetzt hatten wir lange Zeit was Drittes und das war Intuition. Ja, Intuition heißt für mich im professionellen Kontext, heißt für mich eben Muster zu finden aus Daten, aus gelerntem Verhalten, aus gelernten Daten. Ja, also platt könnte man sagen, haben wir schon immer so gemacht, aber es ist ein bisschen diffuser, ja. Es ist ein bisschen diffiziler. So, es ist, ja, ich lerne aus dem, was ich schon immer so gemacht habe, aber natürlich habe ich immer wieder neue Einflüsse. Ich lese, was ich sehe, was ich merke. Es gibt irgendwie, der Tanker steht quer. Ah, okay, was heißt das denn? Stand schon mal ein Tanker quer? Haben wir wieder einen Corona-Outbreak hier? Also ich lerne ja auch mit neuen Events, aber wir lernen also dazu, aber wir nehmen so die Muster, die wir kennen. Und was sich jetzt in den letzten Jahren geändert hat, ist, da ist die Maschine besser geworden.
Also lange Zeit, und du hast es angesprochen, mit den, sagen wir mal, eher linearen, einfacheren Modellen, die es am Anfang gab. Ja, dann nehmen wir einfach mal einen Durchschnittsforecast, ja, also nehmen wir einfach mal den Durchschnitt der letzten Jahre und legen ihn linear nach vorne, dann ist das erstmal auch ein Modell, ja. Dann haben wir also auch ein Modell und können es nach vorne klappen. Und das ist auch in einem sehr stabilen Marktumfeld ganz okay. Ich kann auch die Saisonalität mit abfangen. Ich kann auch sagen, ich mache das pro Monat und dann kriege ich das vom Vorjahr, kann ich klappen. Lange Zeit hat das gereicht, ja. Und dann kann man sich ein bisschen diffiziler vorstellen mit Experten, der da sehr lange drin arbeitet und 5 verschachtelten Excel-Listen, so sieht ja dann die Realität aus. Aber im Prinzip ist es genau das. Und jetzt merken wir aber, damit stoßen wir an Grenzen. Weil wir merken, dass die Einflussfaktoren so komplex geworden sind. Es sind also so viele verschiedene. Die Kausalität ist nicht mehr ganz klar. Und es gibt die Dynamik, das heißt, die Events in der Umwelt, was passiert, politische Konflikte hier, Tanker da, Virus hier. Veränderungen in der Konsumgesellschaft, ja, super krass, also viel schnellere Veränderungen auch. Wettbewerber, die aufpoppen, ja, denken wir an Retail mit jetzt irgendwelchen chinesischen Temus und was auch immer, innerhalb von einem Jahr. Also es passieren Dinge in viel schnellerer Dynamik, die unter Lieferkette, also an allen Enden passiert sozusagen was. Und das macht eben, das hat Professor Kruse, ganz einer meiner Favorite-Forscher so im Kognitiv- und Komplexitätsumfeld, ja, hat es mal so schön gesagt, so diese Lernreise, die wir hatten, die ist so lange für uns gültig, wie sich die Umwelt nicht signifikant geändert hat. So, und das passiert aber die ganze Zeit. Und jetzt komme ich zurück zu der Frage, darin sind jetzt neue KI-Modelle extrem gut geworden. Also das heißt, neuronale Netze oder auch ein bisschen hochwertigere Machine Learning, dynamischere Machine Learning-Verfahren sind darin extrem gut geworden, diese Muster schneller zu erkennen und optimalere Lösungen oder durch Prognoseverfahren optimalere Forecasts eben zu finden. Und jetzt stellt sich für mich eben die Frage, und so ist Pareto entstanden, wie können wir das anwenden? Also die Technologie ist da, aber wie schaffen wir es, diese Technologie an genau der richtigen Stelle anzuwenden, um dann eben einen besseren Forecast oder bessere Szenarien zu finden und dann eigentlich die optimale Verschmelzung zwischen Mensch und Maschine zu haben? Ja, ich finde das sehr spannend und man merkt halt schnell, es wird halt, du hast das Wort Komplexität jetzt schon mehrfach verwendet, es wird eben sehr schnell komplex. Jetzt auch, wenn ich jetzt einfach mal als Laie so auf das ganze Thema schaue, weil, also das eine ist ja auch, ich glaube, den hattet ihr auch bei euch auf der Trade-off-Veranstaltung, den Nicolas van der Poel. Er spricht ja auch mal von diesen Forecast-Wettbewerben, ne, die global einmal im Jahr stattfinden, dass man irgendwie sieht, so unter den Top 20 ersten Plätzen, sage ich mal, den 20 ersten Plätzen sind gar keine statistischen Forecast-Modelle mehr, sondern alles irgendwelche mehr Advanced-Modelle, Machine Learning und alles, was du gerade angesprochen hast. Also das spricht ja für sich, ne? Dass eigentlich kein klassisches, einfaches Modell es mehr schafft, irgendwie solche Wettbewerbe zu gewinnen, komplexe Situationen vorherzusagen. Auf der anderen Seite, jetzt, ich bin ja eher der absolute Pragmatiker, der jetzt über 20 Jahre im Supply Chain Umfeld, vor allem im Planungsumfeld gearbeitet hat. Und was mir so auffällt, wenn ich so ein bisschen auf die Personen, die Menschen, ne, dahinter schaue, die eigentlich, sag ich mal, so Planungsjobs oder Entscheidungsjobs in den Unternehmen haben, was mir auffällt, und ich schließe mich da überhaupt nicht aus, je mehr Variablen man in diese Gleichung jetzt einfach gesprochen reinnimmt, desto schwieriger ist es eigentlich zu vertrauen, was das Modell, das System, sage ich mal, ausspuckt und auch zu wissen, wie kann ich denn überhaupt sagen, ja, nehme diese Variable rein oder diese möchte ich abgeschwächt oder gar nicht drin haben. Kann es ja Gründe geben. Also kannst du da mal was zu sagen, auch wenn man solche Modelle hat, wenn die gewachsen sind über die Zeit, wie kann ich denn überhaupt noch als Anwender eingreifen oder sollte ich das gar nicht tun? Ja, ich glaube, ich würde die Frage kurz zurückstellen, weil das ist natürlich die Frage, was ist Eingreifen und wo? Da lohnt es sich quasi ein bisschen detaillierter hinzugucken. Also erstmal vielleicht zu dem ersten Teil. Ich würde es auch so sehen. Also es ist natürlich komplexer geworden. Deswegen glaube ich, es lohnt sich, das Thema KI in Anwendungen ein bisschen differenzierter zu betrachten. Das ist groß genug, dass es eben wichtig ist, das nicht wie so ein, ja, wir brauchen KI hinzustellen, sondern es ist einfach so ein signifikantes Thema, dass es sich lohnt, verschiedene Tiefen und verschiedene Sorten quasi mal zu sortieren. Ja. Fangen wir einmal an, weil es jetzt gerade natürlich was ist, was uns oft begegnet, generative KI, ja, und andere KI, Business KI, wie wir sie nennen.
Das heißt, es gibt ja, also erstmal fängt es ja mal an zu überlegen, für was für einen Use Case. Und wie gesagt, daran sind wir Menschen extrem gut. Also was für einen Anwendungsfall haben wir denn eigentlich? Ja, so, jetzt gehen wir in Planung, wie du sagst, machen wir eben dieses Beispiel, gehen wir da mal rein. Da ist zum Beispiel GenAI nicht Mittel der Wahl. Also natürlich kriegst du auch mit einem ChatGPT einen guten Forecast, aber so Time Series Forecast, also das, was wir ja alle suchen hier in dem Bereich, das ist eben nicht das Feld von generativer KI, die auf Sprache trainiert wurde. Mal ganz zu schweigen von dem, dass ich meine Daten da nicht reinladen will. Das ist noch eine ganz andere Thematik, die natürlich sehr wichtig ist, ja. Aber so, das heißt also, wenn wir jetzt in diesem Bereich Forecast AI schauen, bin ich bei dir, dann ist es natürlich so, dass sich da einiges getan hat in den letzten Jahren, sieht man eben an solchen Beispielen, wie du gesagt hast, mit den Wettbewerben. Nichtsdestotrotz liegt der größte Schlüssel immer noch darin, die richtigen Modelle für das richtige Problem auszuwählen. Und jetzt so ein bisschen die Frage, was ist denn eigentlich die Aufgabe eines Planers und was ist die Zukunft? Und was ist die Aufgabe eines Data Teams? Was ist die Aufgabe eines Data Scientists? Also wir haben ja dann verschiedene Rollen, die jetzt schon und auch in Zukunft, glaube ich, wichtig sind zu betrachten. Und da kommen wir zu deiner Frage zurück. Was will ich als Unternehmen ownen? Ja, was für Kompetenzen brauche ich als Unternehmen? Und an welcher Stelle will ich eigentlich eingreifen? So, wir als Pareto sagen, was wir, deswegen haben wir ja unser Produkt so designt, wir sagen, die Entwicklung der Modelle ist rasant. Ja, das Mapping der Modelle auf den Use Case und das Tuning der Modelle, das ist was, was die meisten Unternehmen nicht in ihrem Unternehmen brauchen werden. Ja, die Anwendung der Modelle und die Input-Faktoren, wie du schon gesagt hast, auch, was nehme ich denn eigentlich rein, was ist denn wie gewichtet und so weiter auf einer Fachebene, das muss das Unternehmen ownen. Also das heißt, das, was wenn wir über Transparenz sprechen, wenn wir über Kontrolle sprechen, dann sprechen wir aus einer Pareto-Sicht, das ist auch meine tiefe Überzeugung, warum wir gegründet haben, weil es ein großer Unterschied zu vielen anderen, sprechen wir eben auf der Business-Schicht. Ja, also es ist wichtig zu verstehen, die Transparenz rein, also Kontrolle rein und Transparenz raus quasi. Aber wie das Hyperparameter-Tuning von dem neuronalen Netz jetzt genau aussieht oder welches Modell jetzt für welche SKU-Gruppe genutzt wurde, das ist was hochtechnisch Komplexes, was sich in Zukunft vielleicht ein paar Tech-Player wird es den ihr Core, ja, aber den meisten Unternehmen so ein bisschen wie die CRMs, so am Anfang haben alle selber gebaut, ja, aber irgendwann werden sich da Muster rausbilden. Und ich glaube, das wird ein Hygienefaktor. Das wird einfach ein Tool, was du nehmen kannst, wie zum Beispiel Paretos, aber da werden sicher auch andere entstehen, wo du sagst, na ja, das ist klar, das müssen wir nehmen, um wettbewerbsfähig zu sein. Die Frage ist, wie setzen wir es ein und für welche Use Cases? Und da bin ich bei dir. Das erfordert trotzdem noch Capabilities im Unternehmen, aber das würde ich dann eben nicht auf der puren Data Science-Ecke ansiedeln, sondern eben auf dieser Übersetzungsebene. Ja, was ja, ich finde es spannend. Ich habe in einem ganz anderen Zusammenhang bei einem anderen Podcast was über Salesforce zum Beispiel mal gehört. Und da gab es einige Unternehmen, die schon bei der Gründung, also wo sie noch super klein waren, haben die schon eigentlich so das Mindset reingebracht und das ganze Setup organisatorisch, um so ein CRM-Mindset zu bekommen und eben alles auf solche Tools wie Salesforce dann auszurichten. Und was ich da eben auch spannend finde, ist ein bisschen, bleiben wir mal im Supply Chain Umfeld Planung. Ihr bietet ja eine komplette, und es soll ja jetzt gar nicht so sehr um Paretos gehen, aber ihr bietet ja auch also alle möglichen Sachen Ja. end-to-end von einem Planungsprozess an. Hast du ja schon ein paar Sachen erwähnt heute. Und was mir auffällt, viele Unternehmen, gerade wenn sie kleiner, Mittelständler oder dann wirklich in so kleinere Unternehmen gehen, die haben gar nicht vielleicht heute schon das Setup, die Mitarbeiterstruktur, das Mindset. Wie funktioniert denn eine End-to-End-Supply Chain Management oder ein Supply Chain Management oder eine Supply Chain Planung? Die machen ein bisschen Forecasting, was halt irgendwie gebraucht wird für eine finanzielle Budgetplanung im Worst Case oder was sie einkaufen oder produzieren sollen. Aber die haben gar nicht das Mindset drin. Also was ich mir auch noch spannend finde, und da wollte ich mal fragen, ohne dass du jetzt zu sehr aus dem Nähkästchen plaudern musst, wenn du mit oder wenn ihr mit Unternehmen sprecht, was ist so dein Eindruck? Sind die meisten, suchen die eine Lösung für ein Problem und haben noch gar nicht verstanden, vielleicht, dass sie vielleicht auch mal die Struktur, die Art der Jobs, die Art der Organisation, die Art, ne, des Herangehens an so ein Thema erstmal verändern müssen, um eben auch so KI-ready und was auch immer ready zu sein für diese Veränderung oder denke ich da gerade viel zu abstrakt? Nee, glaube ich nicht. Also ich bin da extrem deiner Meinung. Ich glaube, dass dieser Bereich gerade einer der Bereiche ist, die einen extremen Wandel durchleben und auch in den nächsten Jahren durchleben werden und müssen. Da bin ich auch tief überzeugt.
aus dem Nähkästchen geplaudert. Also wir haben ja in der Zielgruppe und gar nicht jetzt auf Paredos bezogen, sondern auch auf die Gespräche, die ich führe. Aber das ist nun mal so ein bisschen unser Home-Turf, so mittlere und größere Unternehmen vor allem. Deswegen kann ich es jetzt für kleinere nicht so sagen. Und wenn wir ein bisschen kleinere haben, dann sind die auch sehr data-ready zumindest, sagen wir mal so, oder sehr digitized, was dann die Voraussetzung auch ist. Nichtsdestotrotz sehe ich da große Unterschiede, bin ich bei dir. Ich glaube, also was sich geändert hat über die letzten Jahre ist, es ist nicht mehr ein Ob, sondern es ist ein Wie. Also ich hatte vor mehreren Jahren, ich meine, es war ja trotzdem schon vorher auch, gerade auch in Transformationsprojekten und so, meinen Job quasi sehr viel darüber zu sprechen. Und ich hatte mehr das Gefühl, dass wir gerade auf Chefetagen im C-Level noch öfter über Ob sprechen. Also ist das, brauchen wir das, ja, sozusagen. Das habe ich, glaube ich, seit 2 Jahren überhaupt nicht mehr geführt. Also ich glaube, so ein Gespräch kenne ich gar nicht mehr. Es ist jetzt die Frage, wie und teilweise sogar sehr panisch, wie. Also ein, okay, wir haben das jetzt irgendwie verschlafen oder wir haben schon mal 2 KI-Projekte gegen die Wand gefahren oder wie auch immer. In vielen Firmen ist das ja auch erstmal verbrannt. Oder wir haben, was heißt gegen die Wand gefahren? Wir haben zum Beispiel gar kein ROI gesehen. Wir haben halt irgendwas eingesetzt und das ist irgendwie nett, aber wir können keine Zahlen hinten dran schreiben, was halt auch für solche Initiativen immer nicht das Beste ist. Also genau so. Das sehen wir alles, und dann ist es wirklich ein Wie. Es ist ein, okay, genau wie du sagst, so welche, wie sieht denn dann eigentlich, müssen wir was grundlegend ändern? Wie grundlegend müssen wir es denn ändern? Wo müssen wir denn hin? Und ich glaube, eine der großen Herausforderungen des Wandels in der heutigen Zeit ist, dass dir niemand sagen kann, wo du hingehst. Also wir wissen es auch nicht. Also wir sind Pionier in einer Kategorie. Am Ende, ich kann, und auch als Führungskraft, ich kann auch meinen Leuten, ich kann nicht sagen, wie das am Ende genau aussehen wird. Ja, wir können den nächsten Schritt beschreiben. Wir können auch sehr genau beschreiben, mit was für eine Richtung es geht. Das ist schon mal super. Und das suchen die Unternehmen gerade. Und das können wir oder kann man, glaube ich, Unternehmen auch gerade bieten. Aber wie sieht es dann am Ende aus? Gibt es überhaupt ein Ende? Also wird es ein stetiger Wandel? So, don't know. Ja, wir wissen es nicht. Und wir müssen diesen, das war auf der Trade-off dieser Veranstaltung ganz schön so, wir müssen durch diese Tür gehen. Ja, wir müssen durch diese Tür einfach gehen und müssen dann ein bisschen schauen. Aber, ich glaube, wir haben jetzt gerade die letzten 2, 3 Jahre extrem gute Anhaltspunkte gefunden, was ist hilfreich oder was ist nicht hilfreich. Und ich glaube, darüber kann man reden und daran können sich Unternehmen auch festhalten. Und ich sehe das schon mal so angeteasert, zum Beispiel nämlich darin zu der, warum, also wenn man jetzt mal auch bei uns guckt, so ganz grob, wir bieten ja im Endeffekt kannst du mit uns Forecasts machen, Prognosen machen und Optimierung. Und das Spannende ist ja, Prognosen sind deswegen, glaube ich, auch so viel nachgefragt, weil sie erstmal den Prozess nicht großartig verändern. Also weißt du, wenn ich besser weiß, wenn ich, keine Ahnung, teilweise bis zu 80, 90% besser weiß, wie viele T-Shirts ich verkaufe, kann ich das direkt in Bottomline-Ergebnis umwandeln am Richtig. Ende des Tages, ja. Ohne aber groß jetzt was zu verändern in der Organisation. Also ein bisschen was natürlich, ja, ich kann ein paar Sachen abkürzen, ein bisschen automatisiert, das schon mal, also ich will es gar nicht kleinreden, das ist unsere Kunden, ja, das ist ein Riesenvorteil. Aber da steckt noch wesentlich mehr drin, ja. Ich kann noch mal automatisierte Nachbestellung machen. Ich kann ganz anderes Dinge dadurch in Szenarien verpacken und wirklich vorausschauender noch mal Planungen machen, kürzere Zyklen, auch ein Riesenthema zum Beispiel. Ja, ich meine große, weiß ich nicht, Ketten, die irgendwie 2-mal im Jahr Planungsanpassung machen, weil es einfach so ein Riesenaufwand ist, auf einmal quasi wöchentlich drauf gucken können und eigentlich per Knopfdruck. Das ist ja eine Veränderung, die ganze Bereiche betreffen wird. Und den Schritt, da sehe ich noch, gerade auch im deutschen, also im Dachraum, da sehe ich noch großes Zögern, diese Schritte dann mal vielleicht ein bisschen proaktiver anzugehen. Ja, ist auch einfacher von außen, weiß ich ja, ich war ja selber in einem großen Unternehmen. Ja, aber nur mal auf deine Frage, also ja, das ist das, was wir absolut Ja, sehen. das finde ich gut. Ich hatte eine Frage, dann kann ich die gerade vorziehen. Die passt nämlich da gut dazu, weil ich zitiere da immer gerne den Bram Desmet, der auch so ein bisschen so so ein Thought Leader ist im Supply Chain Management und auch so gerade die Finanzwelt mit der Supply Chain Welt zu verschmelzen. Und er hat ja dieses Buch Strategy Driven Supply Chain geschrieben und er redet viel über diese Themen. Und hat er dieses Dreieck ganz simpel Service, Kosten, Kapital, was man in der Supply Chain balancen soll, um eben die Corporate Strategy, sage ich dann auch mal richtig zu bespielen als Supply Chain. Und da kommt ja dieser ganze End-to-End-Gedanke vom Kunden bis zum Lieferanten durch. Und ich glaube eben auch so, nennen wir es mal Digitalisierung, ob das jetzt KI ist oder nicht, ist erstmal andere, aber Digitalisierung mit ein bisschen super, moderneren, ja. zusammenhängenden Systemen, das ist für mich so die Grundlage, um das eben zusammenzubekommen. Und so ein bisschen die Frage jetzt in deine Richtung war eigentlich, und da weiß ich auch nicht, wie die Zukunft aussieht, deshalb wollte ich mal fragen, was du für eine Meinung hast, und die kann ja übermorgen schon wieder anders aussehen.
diese End-to-End-Prozesskette, so klassisch eben Kunde bis Lieferant, ne, durch die Unternehmen durch, und vielleicht auch firmenübergreifend, Fragezeichen. Wie vereinfachen wir vielleicht diese Value Chain oder können wir da irgendwas standardisieren? Gibt es überhaupt noch den Standard in Zukunft oder ist jede Lieferkette in Zukunft individuell? Oder was hast du für einen Take? Also wie gesagt, das wird sich noch ändern wahrscheinlich, aber wie siehst du darüber? Oder wie denkst du darüber nach? So wollte ich fragen. Ja, super spannend. Ich würde es in zwei teilen. Okay, das erste ist dieses Dreieck und das zweite wäre dann die vernetzte Lieferkette oder wie auch immer wir sie nennen. Also erstens dieses Dreieck. Ich glaube, ist eine tiefe Überzeugung von mir. Ich glaube, dass wir haben über Komplexität gesprochen und ich glaube, wir müssen wieder gucken, dass wir nicht Komplexität zu stark simplifizieren. Ich glaube, das haben wir lange gemacht, auch wenn wir auf deutsche Konzerne gucken, gar kein Vorwurf, ne? Das ist einfach, weil die Antwort war linear und das ist gut, das war gut, das war lange Zeit gut. Ja, es ging in Richtung, klar, Massenproduktion quasi, es ging in Richtung Abläufe. Ja, es ging, also ganz viel war immer, wir vereinfachen das, es gibt einen klaren Rahmen und wir können das quasi linear, wir können das in Hierarchie, also in lineare Organisationen, und wir können das in Abläufe packen. Und ich glaube, was jetzt passiert ist, die Antwort auf, ganz systemtheoretisch gesprochen, ist die Antwort auf Komplexität. Das ist super schwierig zu greifen, aber das ist sozusagen die Idee, ja? Also dass du es schaffst, andere Formen von Organisationen, andere Formen von Abläufen, Prozessen und so zu bauen, die einfach anders funktionieren, andere von vernetzten Organisationen nennen, vielleicht sogar eben zwischen den Organisationen und so weiter. Und das bedeutet aber auch, balanciertere Entscheidungen treffen zu müssen. Das heißt, dieser, wie du auch aufgemacht hast, zum Beispiel so ein Dreiklang, ja, so wie wir es nennen, Trade-off-Szenarien, das ist genau das, also Trade-offs zu haben. Deswegen übrigens heißen wir auch Paretos, ja, wegen Pareto optimalen Entscheidungen. Also eine wirklich optimale Entscheidung unter Berücksichtigung verschiedener Zielgrößen. Und zwar konkurrierender Zielgrößen, ja, weil ich kann eben nur mal nicht, wenn du mir die Frage stellst, wie kann ich möglichst kostensparend sein in meinem Lager, sage ich, mach dein Lager zu. Das ist die ganz einfache Antwort, so. Aber das ist natürlich nicht im Sinne des Erfinders, weil du willst ja auch Umsatz machen und Servicequalität. Also, und schon hast du den Trade-off in die, und wir merken oft gar nicht, wie oft wir diesen Trade-off in unserem Daily Doing eigentlich haben, hinten dran liegend, weil er hinter Prozessen versteckt ist. So, jetzt zurück zum zweiten Teil. Genau deswegen glaube ich, dass da ein Riesenpotenzial liegt, Dinge komplett anders anzugehen, nämlich zum Beispiel aus der Lösung zu denken. Also eben zu sagen, und da kommt Technologie ins Spiel, wenn wir den Lösungsraum sehen können, also wenn ich dir sagen kann, 2% mehr Servicequalität kosten dich 20% mehr oder kosten dich 3% mehr, dann hast du auf einmal dann bist du wieder in Control. Dann kannst du proaktiv sagen, das ist es mir wert. Ja, aber es gibt eben auch, wenn man sich diese Trade-off-Kurven anguckt, das ist wirklich augenöffnet, ja, weil die sind halt nicht linear. Es gibt dann eben Knickpunkte, ja, wo du siehst, jetzt kannst du dann auch noch mal 1% mehr, aber das ist so teuer. Und dasselbe mit Sustainability. Ja, wir haben gerade einen tollen Case mit Armed Angels gemacht, ja, der auch in der FAZ war und so. Deswegen kann man ja super drüber reden. Ja, die halt wirklich sehen, okay, guck mal, die ja als Fair Fashion irgendwie schon lange so sich damit eben auseinandersetzen und gesagt haben, hey, guck mal, dafür können wir Technologie anwenden, um auch eben von der anderen Seite gegenüber Überproduktion zum Beispiel zu gehen und eben zu schauen, wie können wir uns diesem eigentlich großen Problem zum Beispiel in dieser Industrie auch mal technologisch widmen. Und das ist natürlich nicht nur Technologie, sondern du musst auch als Unternehmen die Lieferkette angehen. Du musst vielleicht, ich mach mal Beispiele, ja, du musst mit deinem Zulieferer sprechen über Minimum Order, weil wenn der halt sagt, ja gut, das ist halt das Minimum, und du sagst dabei, ja gut, aber ich kann ja schon sehen, dass ich das nicht abnehme, vielleicht musst du versuchen, flexiblere Verträge zu finden, bei denen du sagst, ich nehme dir übers Jahr gesprochen auf jeden Fall immer mehr ab, aber die Zyklen der Nachbestellung werden können. Also wir müssen wirklich anfangen, das vernetzter zu sehen. Und interessanterweise, am Anfang habe ich gedacht, gerade wenn wir mit großen Konsumgüterunternehmen zusammenarbeiten, habe ich gedacht, so ja, das quasi, wenn du in der Supply Chain mal guckst, dass die Zulieferer da sehr negativ werden. Also, dass sie dann quasi sagen, boah, jetzt wollt ihr uns weiter drücken und so. Das Gegenteil ist der Fall. Die sind eigentlich sehr aufgeschlossen, weil sie sagen, die sehen ja auch, dass es nicht passt, ja. Und die sagen auch, boah, okay, wenn wir das vernetzter sehen könnten, ja, dann würde das uns wirklich auch Probleme lösen. Ja. Bis hin dazu, dass wir teilweise wir arbeiten auch zum Beispiel, haben viele Kontraktlogistiker, ja, dass die sagen, die Vorhersagen von unseren eigenen Kunden, also die eigentlichen Kunden, die sind so schlecht. Und wir können jetzt mittlerweile, können wir bessere Vorhersagen machen, was die eigentlich brauchen, so dass die wieder interessiert werden, weil damit die Abläufe halt reibungsloser, ja, werden. Also ich glaube, es sehen alle entlang dieser Kette, dass da ganz große Reibungsverluste sind, so dass da eigentlich eine große Lust ist, daran was zu verändern.
Aber diese Veränderungen sind auch Veränderungen. Ja? Mit allem, Ja. das kennen wir ja nun mal über die letzten Ja. Jahrzehnte, Veränderungen haben natürlich auch immer Hürden. Ja? Also ich finde ja einige Punkte, die du angesprochen hast, da kommen gerade ganz viele Beispiele in meinem Kopf hoch aus der Praxis. Und zwar, was mich da halt auch so wundert, ich frage mich auch bis heute, also ich kritisiere mich das selber manchmal auch, warum schaffen wir es nicht firmenübergreifend, bleib mal bei deinem Lieferantenbeispiel, was du jetzt angesprochen hast, regelmäßig uns auszutauschen und auch mal mehr Datentransparenz, ne, bis auf natürlich vertrauliche Ja. Dinge reinzubringen, weil auch ohne diese ganzen künstlichen Intelligenzen, besseren Prognosemodellen, wenn wir einfach mal reden würden miteinander, warum funktioniert bei euch eure Operations so, unsere Operations so, was sind die Chancen, Risiken, dann findet man, wenn man nur am Tisch sitzt mal und einen Workshop zusammen macht, wie man die End-zu-End-Lieferkette firmenübergreifend optimiert, findet man ganz, ganz viele Lösungen. Und manchmal sind simple Lösungen, ich gebe euch jede Woche mal meine aktuelle Prognose und klar, die wird sich ändern, ihr könnt euch nicht perfekt drauf verlassen, aber ihr könnt eure Vorplanung dagegen machen, eure Rohstoffe dagegen einkaufen, Kapazitäten freihalten. Und das sind alles Sachen, die keine Ahnung, seit ich angefangen hatte, 99 zu arbeiten, war das klar, dass man den Weg gehen soll. Aber in der Realität geht man den oftmals nur, wenn Probleme da sind. Oh, jetzt müssen wir mal mit dem Lieferanten Ja, uns genau. hinsetzen oder. Und das finde ich so schade. Und ich habe immer noch die Hoffnung, aber vielleicht ist es auch total naiv und ich bin da jetzt ein Träumer. Wenn wir solche Prognosemodelle haben in den Firmen, warum können wir nicht auch vielleicht anonymisiert irgendwie die Daten entlang der ganzen Kette nach vorn und hinten teilen, weil da glaube ich dran, auch im Sinne der Nachhaltigkeit, dass wir, keine Ahnung, die ganzen Ineffizienzen, die ganzen Überproduktionen, die Losgröseneffekte, ne, die Batch-Effekte und so weiter, dass wir die abschwächen können. Oder dann kommen ja auch so Themen wie Slow Logistics diskutieren einige, ne? Muss ich immer alles von heute auf morgen haben? Kann ich nicht auch einfach erlauben, dass das Produkt halt eine längere Beschaffungsvorlaufzeit oder Durchlaufzeit oder was auch immer hat. Im ersten Moment klingt es erstmal so, im Sinne vom Lean ist es schlecht. Aber ich glaube dran, wenn man da mal mehr End-to-End diskutiert und Daten austauscht, findet Absolut. man neue Lösungen, die heute noch gar nicht auf dem Tisch liegen. Ja, und ich glaube, Martin, das ist ein super Punkt. Ich glaube, also erstmal sind wir auch Träumer. Also ich glaube da auch ganz fest dran. Und ich glaube, dass Technologie, am Ende ist Technologie immer nur ein Baustein, ja. Aber es kann ein riesen Enabler sein. Weil genau wie du sagst, wenn ich halt mal, also ich mache mir ein Beispiel, ja, wenn ich halt auf einmal 80% bessere Prognosen habe, dann sind die wesentlich relevanter. Und das ist, glaube ich, ein großer Unterschied, weil zum Beispiel auch gerade, wo ja dann so Modelle, also KI-Modelle auch stark sind, und dann so Peak-Sachen, Ja. ja, oder so Dinge, die halt eben nicht so ganz einfach Ja, ersehbar sind, Saisonalitäten, da sind ja ne? vor allem diese, genau, da sind ja vor allem dann die großen Unterschiede oder neue Produkte, die eingeführt werden, weil man eben Vergleiche ranziehen kann dann über Semantik oder so. Also das ist schon mal spannend und wenn man dann gemeinsam mal drauf gucken kann, und das kommt ja an vielen Ecken, ja, dann gibt es jetzt Lieferkettentransparenz und so weiter. Also es gibt ja von vielen Ecken kommen gerade so Baustellen dafür. Und ich glaube aber, dass die Technologie, oder das merken wir bei den Kunden auch, dass die Technologie manchmal dann den entscheidenden Impuls gibt, weil man sieht auf einmal, wenn ich zum Beispiel gerade bei so einer Optimierung, wenn ich auf Lösungsszenarien gucken kann und wenn ich wirklich auf Knopfdruck über mehrere, keine Ahnung, große Supermarktkette, ja, über drei, das ist ja wirklich Komplexitätsendboss, sagen wir immer, ja, mit Zehntausenden von Constraints und so weiter, wenn ich auf Knopfdruck quasi Szenarien vergleichen kann, dann fängt der Mensch wieder an zu denken, ja, so sagen wir immer. Also dann fange ich wieder an, wie du sagst, mich, und dann kann ich mich auch besser zusammensetzen und nochmal andere Strategien finden. Und ich glaube, da kann Technologie, wie gesagt, nur ein Baustein, aber es kann der Enabler sein, um genau diese Dinge nochmal neu zu überdenken. Ja, weil das macht es natürlich auch einfacher, solche Workshops quasi oder so Iterationen mit den Zulieferern zu haben, ja, weil du halt auf was gucken kannst, weil du was besser austauschen kannst. Ja, also wir sind auch Träumer. Ja. Ich glaube da auch dran, dass sich da ganz schön was ändert Ja, gerade. hier ein ganz kurzer, unbezahlter Werbeblock. Dieser Podcast entstand in Zusammenarbeit mit Paretos. Paretos ist darauf spezialisiert, komplexe Abläufe mit Hilfe von KI zu optimieren, anstatt zum Beispiel mit Excel. Mit Paretos lassen sich Optimierungsmaßnahmen und Zukunftsszenarien besser, schneller und skalierbarer ermitteln als mit marktüblichen Tools. Paretos bietet eine bedienungsfreundliche oder bedienerfreundliche Decision Intelligence Software, zeigt ungenutzte Potenziale in den Unternehmen auf und hilft den Teams, sich entsprechend zu optimieren oder zu einer besseren Entscheidungsfindung zu kommen. Und das ganz ohne Vorkenntnisse oder Expertise im Bereich von Data Science. No more bad decisions, dank Paretos. Falls euch das Thema interessiert, schaut doch mal auf der Homepage von Paretos vorbei. Dieser Podcast und noch folgende Podcasts sind in Zusammenarbeit mit Paretos entstanden.
Das ist unbezahlte Werbung. Wir haben eine reine Kooperation, weil zum einen liegt es mir am Herzen, auf Lösungsfindungen, vor allem auch mal in Deutschland, in Europa entwickelt, aufmerksam zu machen, die die Supply Chain, das Supply Chain Management, die Supply Chain Steuerung, die Supply Chain Planung optimieren können und verbessern. Und zum anderen gibt mir im Gegenzug für die kleine Reichweite, die ich mit dem Supply Chain College bieten kann, hilft mir Paretos auch interessanter Gesprächspartner für euch, für das Publikum, die Zuhörer und Zuschauer zu finden. Ich finde, Paretos macht einen sehr guten Eindruck. Sie arbeiten meiner Meinung nach genau in den richtigen Themen. Setzt euch doch mal mit ihrem Produkt, ihren Lösungen und dem Unternehmen auseinander. Und schaut mal auf der Homepage, LinkedIn etc. vorbei. Ich glaube, ihr werdet es nicht bereuen, insofern Problemstellungen in dem Bereich Decision Intelligence, Supply Chain Planung, Supply Chain Optimierung in eurem Unternehmen oder Startup etc. vorliegen habt. Und nun weiter im Podcast. Nee, sehr schön. Aber Thorsten, ich glaube, wenn wir jetzt vom Träumen mal ein bisschen in die Realität wieder zurückgehen und gehen wir mal wieder aufs eigene, auf ein Unternehmen. Mir geht es ein bisschen so organisatorisches Silo-Denken. Um das Thema geht es mir gerade. Verantwortlichkeiten, also Roles, Responsibilities, wie man auf Englisch so schön sagt. Was man aber auch da sieht, selbst in den Unternehmen, in zwei Richtungen, so klassisch Einkauf versus Supply Chain Management versus Operations oder auch Supply Chain Management versus Finance. Im Sinne von, wir machen vielleicht eine gute Volumenplanung, aber aus irgendeinem Grund, ich mache das jetzt sehr einfach natürlich, ne, nimmt die Finanz aber für ihre Budgetplanung, ihre Estimate-Updates und so weiter trotzdem andere Zahlen. Und die gehen total auseinander. Ich sage ja nicht, dass sie gleich sein müssen, aber die sollten vielleicht eine gewisse Logik, eine gleiche zugrunde liegen haben. Und was ich damit sagen will, eben, wir haben jetzt mal geträumt, firmenübergreifend, aber wir schaffen es ja in ganz vielen Unternehmen gar nicht, dass die Funktionen, die Abteilungen erstmal auf der gleichen Basis oder Grundlage zumindest, ne, arbeiten. Hast du da eine Idee? Weil ich habe auch mal gelesen, du warst aus einer People Organization, also HR-mäßig, ne? Also hast du auch mal eine Station gehabt in deiner Karriere. Hast du eine Idee oder eine Meinung, wie man Teams übergreifend, also cross-functional näher zusammenbringen kann? Habe mich viel mit dem Thema beschäftigt, weil ich glaube, dass es, wenn du in Organisationen denkst, der Schlüssel ist. Der Schlüssel ist, wie Organisationen ticken, wie Führung funktioniert oder wie Management, also wie die Organisation quasi die Kommunikation, die auch die Governance und so weiter, Incentivierung, also wie das funktioniert, das muss mit dem strategischen und mit der Transformation im Einklang sein. So, deswegen ein super spannendes Thema. Ich glaube, also erstens, das sehen wir natürlich auch schon. Das fängt ja ganz banal an. Ne? Wir sagen, okay, wenn du sagst, ja, wir können ja mal die historischen Daten dafür nehmen, um halt einen Forecast zu machen. Und keine Ahnung, wir machen auch Marketingaktionen. Das verändert die Nachfrage komplett. So, dann nehmen wir die Daten auch. Ach so, ja, die liegen jetzt irgendwo bei Marketing. Ich weiß gar nicht, wo es die Daten gibt. Also, okay. Und wie du sagst, das ist ja schon erstaunlich. Ja, das ist wirklich nicht weit weg. Das ist quasi die einfach mal irgendwie, ich weiß nicht, den virtuellen Flur unter viele Unternehmen. Sitzen ja da vielleicht nicht mehr zusammen jetzt, aber und da glaube ich tatsächlich dran, das ist was Organisationen wollen müssen. Ja, ich meine, es sind gewachsene Strukturen, das heißt, das muss was man sagt immer so schön bottom-up, aber eben auch top-down funktionieren muss. Also das heißt, was wir schon auch merken in den Transformationsprojekten, also jetzt sei es bei Paretos, aber auch vorher in den Transformationsprojekten, in denen ich war, das ist eine Sache, die muss bottom-up und top-down funktionieren. Wir brauchen auf jeden Fall Management-Sponsoring und zwar nicht Sponsor im Sinne von dem Corporate-Begriff, ja, quasi da hat jemand sein Bild drauf, aber sonst hat er sich damit nie beschäftigt oder die, sondern wirklich ein wirkliches Wollen, Dinge auch nochmal anders anzugehen. Und nur dann kann es funktionieren. Und das geht bis zu, du hast es angesprochen, bis zur Incentivierung. Wie hast du deine Abteilung incentiviert? Da sprechen viele nicht drüber, aber für mich ist es ein sehr großer, dieser ganze Governance-Bereich ein sehr großer Faktor, weil am Ende des Tages, wenn ich quasi meine Einheiten unterschiedlich incentiviere, kein Wunder, ja, dass sie dann versuchen, wie du sagst, zum Beispiel unterschiedlich zu optimieren, auf verschiedene Ziele zu optimieren, ja. Also da gibt es eine Reihe von Themen, die man angehen kann, um sage ich mal, die Einführung solcher neuen Technologien zu erleichtern. So würde ich es immer formulieren. Ja. Du kannst es auch sonst einführen. Der Effekt wird kleiner sein und die Einführung wird schwieriger sein. Wenn es in Einklang geht, dann hast du so ein Ground irgendwie, auf dem das funktionieren kann. Ja. Auch Planungszyklen, ja, wenn du halt ein Tool hast, mit dem du viel flexibler planen kannst, aber du erlaubst eigentlich nur eine Planungsanpassung im Jahr,
Ich meine, dann hast du ein Tool, kannst du jeden Tag drauf gucken, wie ineffizient du bist oder wie viel effizienter du sein könntest oder wie viel besser, aber du wirst es nicht in die Execution bringen. Und deswegen sollte das Hand in Hand gehen. Ja, spannend. Glaubst du dran, dass es langfristig noch die klassischen Funktionen gibt? Bleib mal einfach jetzt in der Supply Chain, sowas wie Einkauf, Supply Chain Planung. Oder glaubst du, verschmelzen manche Jobs, dass das eher so ein Hybrid-Job wird in Zukunft? Ja. Super spannende Frage, habe ich oft drüber nachgedacht. Ich habe keine klare Antwort. Ich glaube, dass es sich verändern wird. Also das glaube ich sehr stark. Ich glaube, dass es sich stark verändern wird, ohne jetzt Angst machen zu wollen. Ich finde, in Deutschland haben wir oft so ein, weiß nicht, so ein Bild davon, dass da Veränderung irgendwie gleich auch bedrohlich ist. Ja. Das sehe ich nicht. Ich sehe es auch als Riesenchance. Auch ganz ehrlich, ich sehe auch, wir haben auch gedacht, so, hey, wir müssen gucken, weil wir auch natürlich ist es eine gewisse Automatisierungskomponente, die mit unserem Tool jetzt auch einhergeht oder mit den neuen Technologien. Aber ich meine, ich habe bisher echt wenig Leute getroffen, denen das mittlerweile noch Spaß macht, diese Excel-Biester unter Richtig. Kontrolle zu halten. Also das ist ja auch die Wahrheit, ne? Und die sich dann eigentlich eher freuen, dass sie sich dann damit arbeiten können, was da eigentlich, warum das eigentlich diese Excel-Biester gibt zum Beispiel. Insofern, ich glaube, dass da, ja, dass es sich verändern wird und dass es ja, verschmelzen, dass es sich verändern wird, dass es viele andere Dinge dazu gibt, dass schon auch eine gewisse Technologie, ja, Technologiekenntnis, und damit meine ich aber nicht, dass ich noch in das Netz programmieren muss. Ja. Das ist ein ganz wichtiger, wirklich eine ganz wichtige Message, wo ich finde, dass wir werfen das in einen Pott, ja. Wir sagen immer, ja, vielleicht sollte man dann irgendwie die Leute mal so ein Data Science Seminar machen. Nein. Also ja, wenn es jemand interessiert, super gerne. Aber es geht ja darum, das anzuwenden. Ja, ich meine, CMS, klar, das ist jetzt technologisch nicht ganz so, weiß nicht, tief wie so eine Deep Learning Geschichte. Aber auch da, du musst es ja nicht, du bist ja, wenn du Snowflake benutzt, dann ist es schön, wenn du weißt, wie das funktioniert. Aber du musst es ja auch nicht programmieren können. Ja, und genau dasselbe gilt für die KI-Technologie auch. Zu verstehen, wie sie funktioniert, das ist sehr, sehr wichtig. Zum Beispiel eben zu verstehen, dass sie Closed Loops braucht. Das ist so ein Klassiker, finde ich, das ist so ein Aha-Moment, den wir oft haben. Ja, zu verstehen, dass ein System kann nur lernen, wenn es den Output auch wieder bekommt. Ja, also, dass du immer wieder diesen Loop auch hast, damit ein System lernen kann. Diese Mechanismen, warum passt das gut zu iterativer Planung? Ja, klar, weil ich halt schnellere, also diese Mechanismen, das ist was, diese Capabilities, glaube ich, sind für eine Organisation extrem wichtig und die werden die Jobs auch verändern. Ja, sehr gut. Ich habe das, glaube ich, auch schon ein paar Mal bei einem anderen Podcast oder so gesagt. Das habe ich auch bei mir auf der ersten Folie. Wir haben jetzt am 5. März haben wir nochmal auch so ein großes globales Planungstreffen von meinem jetzigen Arbeitgeber. Und das ist die erste Folie, die ich da nochmal vorstellen werde, dann beim Abendprogramm. Nochmal so ein bisschen so, wo wir hinwollen. Also so ein bisschen, da ist so die Überschrift, mehr gehe ich jetzt nicht ins Detail, von Data Crunchers zu Business Partners Adding Value for the Company. Und das ist die ganze Reise, wo wir auch die Technologie, die Systeme, die neuen Prozesse, Organisationsformen für brauchen. Aber der Punkt jetzt ein bisschen vielleicht als Cool. Brücke, eine Frage, die ich zu dir habe, und da kann man sich auch, glaube ich, gut drüber streiten. Zentrale versus dezentrale Entscheidungen, weil viele Unternehmen hatten ja keine Ahnung, irgendwo Vertriebsgesellschaften in jedem Land, in jeder Region irgendwo, oder in jeder Produktionsstätte wurden eigene Produktionsentscheidungen, Materialdispositionsentscheidungen und so weiter getroffen. Und ich behaupte ja, mit den ganzen Systemen jetzt und Tools und Weiterentwicklung kann man das schon ein bisschen mehr, ich sag nicht alles, ne, es hat alles seine Grenzen, zentraler gestalten, schlanker gestalten. Wie siehst du das? Oder, weil da haben ja auch viele Angst, ne, vor diesem, alles wird zentralisiert und ich in der Peripherie verliere eigentlich meine Kompetenzen. Ja, da kann man sich drüber streiten, da hast du recht, oder kann man viel drüber diskutieren. Ich glaube, auch hier sind es Graustufen. Also die Frage ist ja ein bisschen, was wird zentral entschieden oder was Richtig. ist zentral bereitgestellt, sage ich mal, und was wird dann an der ja, dezentral wirklich in den Regionen zum Beispiel oder so entschieden. Und ich glaube, dass wir gut beraten sind, und das ist auch ein Trend, den ich sehe in Unternehmen, wieder also zentraler das Framework quasi vorzugeben, ja. Weil nur dann kann ich auch Synergien besser nutzen aus zum Beispiel Daten, ganz einfach. Also ich meine, wenn ich jetzt sage, okay, wir nutzen gewisse Tools und wir nutzen gewisse Frameworks, wie wir arbeiten, also das ist so dieses, also es gibt ein, ist ja, ich bin Fan von diesem, dass man quasi sagt, okay, why, what und how, ja. Und sozusagen, und so, wenn man sich so ein bisschen daran
auch mal reibt, um zu sehen, okay, das Why sollte ja auch zentral vorgegeben sein und das ist für alle auch okay. Ja? Und wenn man das eben jetzt so auf einen Bereich übernimmt, dann ist es, glaube ich, auch super wichtig, dass wir nicht in so einen totalen Wildwuchs kommen. Und diese Tendenz hatten wir. Ich nenne es in den Tech-Unternehmen hatten wir das interessanterweise auch. Ja? Da nenne ich das immer Agile Overshoot. Okay. Also da hatten wir auf einmal quasi so eine Agilisierung und jeder sagt, okay, komplett agil, jeder hat seine eigenen Ziele und let go. Ja? Und dann macht eigentlich jeder, was er will. Jetzt mag das natürlich überspitzt, aber und so ein bisschen haben wir auch wieder diese Tendenz zu verstehen, ja, Moment, ein paar Dinge, Physik, ja, gerichtete Energie, wenn alle in dieselbe, wenn du eine Energie in eine Richtung, mehrere in eine Richtung gehen, dann ist die einfach größer, als wenn quasi jeder in verschiedene Ecken. Du willst natürlich trotzdem die Kreativität und den Wildwuchs, das und auch die Freiheit, Autonomie, wie es so schön heißt, dass dann der Lokale in der Region dann vielleicht nochmal einen anderen Vertrag abschließen kann. Aber das ist dann ja wieder die Frage, wie gestaltest du es aus? Also machst du dann, und da glaube ich, ist dann wiederum, wäre es zu zentralisiert, dass dann eben alle Regeln vorgegeben werden, sondern ich glaube, es geht eher darum, die Frameworks und die Tools vorzugeben, den Rahmen vorzugeben, und dann auch wirklich eher so ein bisschen aus einer Dienstleistungsqualität, also den Regionen oder den Einheiten, das bereitzustellen, damit sie dann autonom Entscheidungen treffen können in einem bestimmten Rahmen. Das wäre für mich das Zielbild. Was ich aber auch sehe, der Versuch zumindest, ja, dass das bei vielen funktioniert, was natürlich aber sich für Regionen oft oder für Einheiten dann oft anfühlt wie quasi wieder zurück zu der Zentrale als einziges System, weil natürlich damit auch einhergehen kann, dass manche Entscheidungen oder manche Tool-Entscheidungen oder Framework-Entscheidungen oder Arbeitsweisen eher vorgehen. Ja. Ich glaube, was da gut zu passt, im Vorgespräch hatten wir einen Satz gesammelt zusammen. Wir brauchen weniger Bosse, sondern mehr Leader. Das passt ja vielleicht auch dazu, ne? Je nachdem. Ja. Absolut. Was denkst du darüber und wie passt das gerade, was wir gerade die letzten Minuten diskutiert haben? Das kann man ja schön weiterspinnen. Wie würdest du jetzt da drüber philosophieren? Was ist für dich ein Leader? Und was sind so die guten oder schlechten Beispiele, wenn man so Boss versus Leader, so die klassische altmodische Führungskraft zu vielleicht einer moderneren jetzt vergleicht? Hast du da positive oder auch negative Beispiele? Stimmt, ja. Oh, ja. Also erstmal glaube ich, es gibt ja so dieses ketzerische, so gibt es überhaupt noch Führung, brauchst du es überhaupt noch? Ja. Ich glaube ja. Ich glaube mehr denn je. Ich glaube, dass dass Führung und dass quasi moderne Führung, agilere Führung, wie auch immer wir es nennen, die so ein bisschen die höchste Form der Führung ist, ja, dass das eben gar nicht so einfach ist, ja. Und da sind wir wieder bei der Komplexität, das ist sehr, sehr, teilweise auch sehr ambivalent, ja, sehr, sehr vielschichtig und teilweise auch so ein bisschen gegensätzlich. Das fühlt sich auch oft so an, weil, gutes Beispiel gerade, ne, wenn wir sagen, wir wollen möglichst viel Freiheit geben, aber wir wollen ein paar Grundpfeiler stecken. Das ist ja in sich, wo ist da die Grenze? Wo sind da die, das sind ja Graustufen und am Ende des Tages gibt es immer wieder Fragen, bei denen man sich dann ewig streiten kann, in welche Richtung dann mehr oder weniger. Und ich glaube, dass das sehr situativ wird. Und speaking of which, ja, wenn du sagst, Beispiel, ich glaube, dass gerade dieses Situative zum Beispiel was ist, was, also dieses immer wiederkehrende Justieren, ja, und immer wiederkehrend, ich nenne es Rhythmus, also das als Leader, als moderner Leader für mich, an welchen Themen diskutieren wir zum Beispiel jetzt lange? An welchen Themen wollen wir wirklich versuchen, das in der Tiefe zu durchdringen und viele Meinungen anzuhören? Also in welchen Themen wollen wir das tief durchdringen? Wollen wir richtig diskutieren? In welchen Themen wollen wir aber vielleicht eine schnelle Entscheidung? Weil wir können eben auch nicht, und das ist ja so eine Herausforderung in einer modernen Organisation, wir können auch nicht alle Themen immer wieder lange diskutieren und quasi basisdemokratisch alles entscheiden. Ja, da werden wir total langsam. Also so diese Entscheidung auch zu treffen, die Unternehmen auszustatten oder dein Team, wenn man beim Team als Führung auszustatten mit der Kompetenz, Entscheidungen zu treffen als Team, ja, situativ vielleicht immer mal wieder zu reflektieren, auch eine der großen Worte. Ja, wir haben in dem gerade ja ein Buch veröffentlicht, da haben wir dieses 4A-Modell, ja, wo quasi diese Reflection ist ein großer Pfeiler davon. Also immer wieder auch darüber zu sprechen. Jetzt haben wir ein paar Entscheidungen gehabt. Wie sind wir damit umgegangen als Team? Das kann sich auch verändern. Bei welchen Situationen? Also es ist eben nicht mehr, du kannst nicht mehr so einfache Regeln. Also ich weiß auch, ich bin auch kein Fan von, es war mal anders. Weil ich meine, ganz ehrlich, eine gute Führungskraft hat das auch schon vorher so gemacht, glaube ich, ja. Oder habe ich auch schon kennengelernt. Also so wurde ich auch
auch das Thema Führung hat mich so auch fasziniert, weil ich auch sehr gute Führungskräfte hatte, ja, die mich da auch zum Beispiel mir sehr viel Vorschussvertrauen gegeben haben in sehr jungen Jahren. Die mir Fehler, ich habe eine meiner ersten großen Calls, da habe ich verschlafen, ja. So. Also das ist auch, wie damit umgegangen wurde, ja. Also wie mit diesem wirklich, ja, klischeemäßigen, so der Student gerade aus dem Studium irgendwie seinen Wecker noch nicht gestellt oder wie auch immer, ja. Aber so dieses, wie damit umgegangen wurde, ja, wie meine damalige Führungskraft, wie sie reagiert hat, so dieses, das hat mir viel, super viel gelernt von ganz früh an irgendwie, wie man vielleicht mit solchen Situationen umgehen kann. Das ist also jetzt nicht total Neues, aber ich glaube, dass diese Kompetenzen viel mehr in den Mittelpunkt Ja, gerückt sind. sehr gut. Eine Frage, die vielleicht auch gut zum Anschluss passt. Wir hatten ganz am Anfang mal so eine Firma KI-ready machen, Mitarbeiter KI-ready machen. Ich würde noch mal wissen wollen, im Sinne von, was die Führungskräfte eben machen können in Unternehmen, um so einen Lernpfad, so einen Learning Path zu kreieren, um eben, ja, eben Mitarbeiter KI-ready zu machen, dass Mitarbeiter vielleicht weniger Ängste, Sorgen haben jetzt auf die Veränderung. Hast du da Beispiele, hast du da schon Sachen gesehen, die du teilen magst oder kannst? Ja, also tatsächlich habe ich das Gefühl, da wird noch viel experimentiert. Und es ist sehr unterschiedlich. Es gibt ja jetzt eine Reihe von, oder also ich kann jetzt sagen, es gibt eine Reihe von Anfängen, ja, auch für so Academies und irgendwie, also logischerweise geht es jetzt so los, dass man quasi sagt, okay, wir wollen, wie du sagst, diese Career Readiness, ist auch ein Riesenmarkt jetzt auf einmal natürlich irgendwie, ja, mit Anbietern, die irgendwie so Learning Journeys und so machen. Ich glaube per se, da sind wir wieder beim Thema Führung, ich glaube per se, das ist jetzt eine der zentralen Aufgaben von Führung in dem Bereich, eben zu sagen, okay, wie können wir das systematisch, aber nicht total rein strukturell, sondern natürlich ein bisschen offen jetzt über die nächsten Jahre, weil das wird sich auch entwickeln. Aber wie können wir das systematisch angehen? Wie können wir das wirklich auch als Thema verankern? Wie können wir Bilder schaffen? Du hast ja gerade zum Beispiel gesagt, ne, was du als erstes leitest, das ist ja, du schaffst ja Bilder. Also wie können wir Bilder schaffen von, und da sind wir bei einer klassischen Transformation, auch in der Idee, das ist ja auch nichts total Neues, dass wir Transformationen haben, ja, und das ist da gute und schlechte. Also wir können ja auch auf ein paar Sachen zurückgreifen. Also wirklich Bilder zu malen, zu zeigen, auch zu zeigen, warum wir das tun, auch ein bisschen Hilfestellung zu geben. Das war das, was ich vorhin meinte, was wir oft merken, das funktioniert, das ist was, was man zum Beispiel sagen kann, das funktioniert. Dieses Education nennen wir das ja wirklich auf dem richtigen Level zu educaten und eben nicht zu sagen, ja, dann mach halt mal so ein neuronales Netz, benutze es mal und so. Ja, gut, kann man irgendwie, also wenn es einen interessiert, super, ja, gerne, aber eben vor allem zu sagen, so, what's in it for me? So, was ist auf meinem Level dafür interessant? Und das merken wir, wir haben ganz, ganz oft zum Beispiel, werden wir oder auch ich jetzt gefragt für so quasi im C-Level oder Upper Management Level dann auch mal so kleine Impulse zu geben, ja, und das mache ich auch total gerne, weil es ist wirklich auch spannend, das auch ein bisschen zu demystifizieren. So sind wir ehrlich, du hast es vorhin ja auch gesagt, so, was ist dann auch wirklich KI? Hey Leute, das ist ein total spannendes Thema, aber wir müssen das nicht so übermystifizieren, ja, so, es ist was, gerade jetzt, also auf den Bezug zu für Business KI, ja, gerade da, wenn es darum geht, es in Anwendung im Business zu bringen. Dann erst recht bitte nicht übermystifizieren, ja. Ich meine, wir können natürlich ganz viel drüber reden. Haben wir irgendwann quasi eine General KI, die sozusagen, ja, die so ganz breit und wie weit können die Roboter gehen und was heißt das für die Gesellschaft? Und super spannend alles. Aber jetzt mal aufs Business bezogen, da ist es, glaube ich, super wichtig, auch ganz konkret zu verstehen, in welche Tiefe müssen wir wo gehen und wie hilft mir das dann für meinen Job? Ja. Und das sehe ich als Aufgabe vom Unternehmen da. In irgendeiner Form strukturell auch Hilfestellung zu geben. Ja, sehr gut, danke. Ich sehe schon, wir gehen jetzt auf die Stunde zu. Ich habe noch zweieinhalb, drei Fragen, die ich noch gern stehen wollte. Okay, zwei. Du hast gerade C-Level angesprochen. Und dadurch, wir hier auf dem Supply Chain-Kanal sind, wollte ich einfach mal fragen, was ist für dich die Supply Chain von morgen? Aber vor allem auch im Sinne von Vorstandsetage. Siehst du das heute schon oder denkst du, das wird dann stärker werden oder halt auch nicht, dass die Supply Chain-Verantwortlichen auch mehr in dieses C-Level direkt reinrutschen und nicht mehr irgendwo bei kleineren Unternehmen irgendwelche Anhängsel sind von manchmal sogar ganz klassisch noch von der Finanz oder so. Wie siehst du das da? Ja? Wie kommt die Supply Chain in die Chefetage oder kommt sie da rein in den Vorstand oder eher nicht? Welche Trends siehst du dort? Ja, also erstmal, das sehe ich sehr klar, dass einfach die Bedeutung extrem zugenommen hat in der Relevanz und
das in verschiedenen Funktionen, sehr unterschiedlich von der Benamung oder vom, wie du sagst, von der Aufhängung noch, aber prinzipiell deutlich mehr Vorstandsrelevant geworden ist und Vorstandsrelevanz gewonnen hat. Das, glaube ich, wird auch weitergehen. Das ist auch ein, ich glaube, ein wichtiger Trend, ja, weil es eben auch eines der Kernthemen, also je nach Unternehmen natürlich, aber für viele, viele, viele Unternehmen und für wesentlich mehr Industrien als noch früher, einfach auch ein sehr, sehr relevantes Thema ist schon, auch war, kann man jetzt drüber streiten, aber ich bin jemand, der lieber nach vorne Genau. guckt, ja, deswegen, also deswegen ist und sein wird, ja, glaube ich schon, absolut. Ja, sehr gut. Und dann, man sieht es ja auch hinter dir auf dem Video, die auf YouTube zum Beispiel gucken. Du hast ein Buch geschrieben mit jemandem noch zusammen. Um was geht's da? Wer sollte das lesen? Genau, da geht es um Decision Intelligence, ja, Surprise, Surprise. Und das kam so zustande, dass Wiley mich gefragt hat, ob ich nicht Interesse hätte, ein Buch zu schreiben. Und ich habe mir immer schon gedacht, das wäre irgendwie jetzt ganz cool, weil da gibt es noch nichts in diesem Bereich oder wenig. Es gibt gerade so, also worum geht es? Also wirklich so ein bisschen auch in Anwendung. Also demystifizieren, ja, also ein bisschen, okay, guck mal, genau das, was wir eigentlich besprochen haben, ja, darum geht es auch in dem Buch, zu zeigen, wie passt das zusammen, warum ist das wichtig, was ist dann Mensch, was ist Maschine, wie spielt das zusammen, was ist KI? Also wie funktionieren diese Mustererkennung mal ganz auf ganz High Level, einfach erklärt, aber wirklich trotzdem ein bisschen tiefer gegangen, um genau dieses Verständnis zu schaffen. Und dann aber eben auch, also ungefähr die Hälfte vom Buch geht eigentlich über Change und Transformation. Und das, ich habe es auch mit einem Change und Transformation Manager von einer großen Beratung zusammengeschrieben, der eben auch viele Transformationsprojekte gemacht hat. Genau deswegen, ja, weil es eben mir wichtig war, dass es dieser Zweiklang auch wirklich in dem Buch mal besprochen wird. Und deswegen auch glaube ich, wer sollte das lesen? Du hast ja vorhin gefragt, was können Unternehmen tun? Eigentlich können sie das Buch lesen. Nein, aber ich glaube, jeder, der Lust hat, sich damit zu beschäftigen, es sind einige Beispiele drin, ja, natürlich auch viel aus dem Supply Chain Warehousing Umfeld. Und ich glaube, das kann schon für, oder ist auch das Feedback so, dass es für viele spannend ist, die da eben mal ein bisschen tiefer, aber nicht technisch reingucken wollen. Ja, es gibt viele so KI-Technikbücher oder KI-Philosophiebücher, auch spannend natürlich, wenn man sich irgendwie, aber eben so wirklich dieses in die Anwendung zu gehen, da ist es, glaube ich, Ja, spannend. sehr gut. Also für alle Interessierten, ich verlinke das auch mal unten in den Shownotes, dann habt ihr direkt Gerne. den Link dazu. Und die Abschlussfrage von meiner Seite, wo möchtest du eigentlich noch hin, Thorsten? Also auch privat, was willst du noch lernen vielleicht auf deinem Lebensweg? Und vielleicht auch, wo möchtest du mit Paretos noch hin oder ihr mit Paretos noch hin? Ja, was will ich noch lernen? Boah, ich lerne sehr gerne. Ich habe letzt gehört, dass die Theorie überholt wurde, dass man im Alter schlechter lernt, Okay. dass das mit den Synapsen gar nicht mehr so ist, sondern dass und das, ich habe es nicht nachgeprüft, ob es wirklich stimmt. Ich nehme das jetzt so. Ja, ich glaube, dass ich habe einfach Spaß daran, dass Synapsen sich neu vernetzen. Das ist einfach, ich liebe das. Ich habe keine Ahnung. Ich habe im Lockdown angefangen, Klavier zu lernen zum Beispiel. Also auch wirklich so ganz einfach noch mal andere Dinge. Habe den Sport gewechselt und also das sind so Dinge. Ich finde das einfach spannend, Dinge neu zu erlernen. Und deswegen habe ich da privat gibt es da auf jeden Fall ein paar Themen. Und mit Paretos, ich glaube, naja, schau, ich glaube, die letzten Jahre waren für uns ein Zeigen, dass es möglich ist. Ja, also muss man ja auch sagen, wir haben da weltweit wirklich was ganz Neues geschaffen. Das dauert ein bisschen, bis man quasi auch beweisen kann und bis die Leute einem glauben, dass es funktionieren kann. Natürlich gab es im letzten Jahr dann noch mal diesen riesen Schub extern über ChatGPT und den KI-Moment. Ja. So mit Pro und Con, also jetzt macht auf einmal jeder KI, das ist so ein bisschen Con, aber mit Pro natürlich, dass wir so als dann doch schon ja gewachsener Pionier in einer neuen Kategorie, auf einmal diese Kategorie neben dem Gen AI eben jetzt vor allem auch dieses Jahr erwarte ich nochmal Decision Intelligence so in der Anwendungs-KI quasi im Business, in den Business KPIs unfassbar gehypt wurde, was natürlich, ich will mich nicht beschweren, das ist ja super, ja. Nur ich glaube, was für uns jetzt, und du hast ja gefragt, was für mich persönlich da mit Paretos wichtig ist, ist wirklich den Schritt der Anwendung und der Integration zu gehen. Ja, weil wir sind angetreten. Ich meine, warum habe ich diesen ja auch tollen Job aufgegeben? Ja, warum hat Fabi sich aus der Forschung zurückgezogen? Warum arbeiten hier so viele tolle Menschen bei uns? Weil wir wollen wirklich, dass diese neue, faszinierende Technologie in der Anwendung Mehrwert bringt. Und ich glaube, das
Zum Glück konnten wir das jetzt mit tollen Kunden, tollen Logos beweisen. Das ist super, das ist natürlich hilfreich. Da kann man auch zeigen, dass es, was daran so toll ist, was für tolle Ergebnisse man da kriegt. Und das wollen wir eben auch ja, noch für andere Unternehmen natürlich machen und noch in tiefere Integration gehen, um eben auch zu zeigen, dass wir das ja, aus Deutschland raus bauen können. Ja, weil das ist ja auch nicht selbstverständlich, muss man sagen, dass sowas, so eine Lösung dann aus Europa und aus Deutschland Ja, kommt. richtig. Sehr gut. Da wünsche ich euch auf jeden Fall viel Glück und es ist ein schönes Zielbild, wenn ich das so auf Deutsch formulieren darf. Dadurch du heute der Gast bist, hast du auch das letzte Wort. Gibt es noch irgendwas, mit dem du abschließen möchtest, was du noch den Zuhörern und Zuschauern mitgeben möchtest? Okay, wow. No pressure, ne? Das ist jetzt die ganz wichtige Message. Das ist im amerikanischen Büchern ja immer so toll, ne? Dann ist so die nächste Abschnitt wird dein Leben verändern. So, wenn du den liest. Nein, ich glaube tatsächlich, was ich merke immer wieder, ist, dass was ich uns allen wünsche, ist ein bisschen Mut. Und das ist vielleicht so der Abschluss nochmal in eine ganz andere Richtung. Wir haben so teilweise auch schon ein bisschen das angerissen und auch was du dann, hat sich bei dir ja auch resoniert, so diesen Mut wirklich durch diese Tür zu gehen, ja, und Dinge offen auch auf eine systematische Art auszuprobieren. Also nicht blinde Experimente, aber eben auch Mut zur Einführung von eben und zum Nutzen von neuen Technologien, wo es ja durchaus jetzt auch die Möglichkeit gibt, dass ja, strukturierter oder systematischer auch anzuwenden und wirklich diesen Mut dann, das auch mal sich integriert anzuschauen, ja, und selbst wenn dann vielleicht dann nochmal irgendwie Schleifen gemacht werden müssen, aber das Tempo der Einführung ist ganz anders, als es vielleicht, wenn man sagt, ja, das haben wir doch schon mal versucht, es ist anders geworden, ja, und ich glaube, der Mut, den wünsche ich uns allen bei dem Thema. Das ist ein schönes Schlusswort. Danke, Thorsten, für deine Zeit und die Einblicke in deine Gedanken und in die Super gerne. eventuelle Zukunft. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank. Ja, dank dir. So, wow, ich bin immer noch geflasht, wie toll dieses Gespräch mit Thorsten gelaufen ist. Es hat mir unheimlich viel Spaß und Freude gemacht. Und ich bin total froh, das für euch auch aufnehmen zu können, mit euch zu teilen auf allen möglichen Plattformen. Kommentiert doch mal unter dem Video oder per E-Mail etc., was euch besonders gefallen hat an dieser Folge, was ihr mitgenommen habt, was für Fragen ihr noch an Thorsten gehabt hättet. Wenn ihr mit Thorsten Kontakt aufnehmen wollt, in den Shownotes sein LinkedIn-Profil verknüpft, der Link zu Paretos oder auch zu dem Buch, was er als Co-Autor mitgeschrieben hat. Würde sich bestimmt auch freuen, wenn ihr mit ihm mal Kontakt aufnehmt. Und wie immer, teilt das Video, liked das Video, lasst 5 Sterne auf Spotify etc. da. Das würde mir sehr helfen, um mich immer weiter motivieren, für euch neuen Content zu bringen. Bis zum nächsten Mal.